Sie kämpfen ja gegen einen Kulturkampf, führen aber selbst einen Kulturkampf. Sie wehren sich gegen Rigorismus, aber Sie sind am rigoristischsten. Sie sagen, es wäre so eine Art Kreuzzug des Genderwahns, aber Sie sind die größten Kreuzzügler selbst. Sie sagen, was für ein Gewicht für Identitätspolitik und Gendern, aber Sie sind ja geradezu besessen von, manisch besessen von Gendern und Identität. Sie fordern einen unentspannten Umgang mit Sprache und Sie sind maximal verspannt, immer so wie Sie da sitzen und erlebt werden wollen. Und Sie mahnen die Sprachpolizei an, aber Sie sind die größte Sprachpolizei. Sie machen nämlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Vorschriften und Schulen und wollen auch in die Forschungsfreiheit eingreifen. Ja, das ist der Geist, aus dem dieser Antrag von Ihnen und dieses Agieren hier, dieses völlig irrelevante Agieren letztlich spricht.